Da sind wir wieder für Runde 2. Ist richtig, wir haben den Bandit Growth. Ja. Wir haben einen Mulligan auf 6. Wir haben unsere Schlüsselkarte. Ja. Gegner fängt an, Mulligan, wir halten. Wenn das so weitergeht, dann gewinnen wir auch 12 Booster, ne? Ja. Es ist halt krass, Grün ist halt nicht nur irgendwie so die beste Farbe, meines Erachtens, in dem Format. Du kannst mit Grün auch noch alles spielen, das ist unfassbar. Also dank halt so kleiner Karten wie Abundant Growth, die man einfach noch so auch meistens mitnehmen kann. Ich habe jetzt krass. Ich habe jetzt aber zwei Theorien. Also es sieht ja so aus, als ob das Powerlevel bei dem Draft nicht so besonders hoch ist. Ja. Kann das sein, dass dieser Draft einfach... Was denn hier passiert? Hat er einen Landdrop gemisst? Nee, er hat den Zweidrop gemisst. Das heißt, er hat gerade den Zweidrop gezogen. Und dann ist man ja irgendwie mit dem 3-Color-Grünen-Deck einfach schon viel besser dabei als der mit dem Esper-Deck in Runde 1 zum Beispiel. Und auch die aggressiven Decks sollten jetzt nicht so aggressiv sein, wie sie vielleicht sein könnten. Ich meine, dass wir jetzt hier gegen den Mulligan auf 5 on the play spielen, ist natürlich auch ein bisschen unfair. Wie spielst du das übrigens jetzt? Okay. Es gibt hier doch, also wir sind doch meilenweit vorne. Es gibt doch keinen Grund, ihm jetzt noch irgendwelche Outs zu geben. Wer weiß, vielleicht ist der Rot-Weiß-Aggro und kann dann irgendwas draus machen. Du, würdest du einfach den Drake legen? Ich meine, das Damage-Potenzial ist doch sogar das gleiche, weil der Gloom Surgeon auch angreifen kann. Ja, greifst du ja mit dem an. Ach ja, jetzt kann er einfach 3 Mana reinpumpen, ne? Nee, geht ja. Also gegen Gloom Surgeon bringt das ja nichts. Ja gut, aber halt seiner stirbt nicht. Also... Doch, das ist ja, also es ist ja trotzdem wirklich verhindert. Ach, das so, ist ja so nicht, krass der, verhindert. Der regeneriert sich ja nicht. Ah, okay. Nö, also an so einer Stelle spiele ich das ganz locker runter. Ich könnte schon mal den Gloom Surgeon. Der ist immer super mit Reach, ja. Ja, vor allem wenn ich mir meine Hand angucke, ich glaube, die brauchen keinen Reach. Ja. Grün-Weiß. Okay. Jetzt wird's nochmal spannend. Also, ein bisschen. Nee. Doch nicht. Doch nicht, ne? Jetzt weiß er, was wir haben. Er hat gar keinen guten Block tatsächlich. Das heißt, es ist gar nicht so ein. Also es ist. Wir verraten es eigentlich gar nicht, dass wir den Trick haben. An der Stelle. Nein. Gegen Terminus ist jetzt halt nicht so toll, ne? Aber ich spiele das einfach trotzdem aus. Ich meine, es zieht eine Karte. Ne? Ja, das war's, denke ich mal. Der schon wieder. Dann töten wir ihn jetzt einfach mit den Spells, oder? Du spielst jetzt einfach beide Spells, reicht das? Haben wir genug Mana? Ja, wir haben genug Mana. Also unser Deck gefällt mir wirklich gut. Und also das war ja jetzt nicht nur irgendwie Zufall. Also klar, unser Mana hat gut funktioniert, aber... Und der hat auch genau 5. Auch der Rest des Decks. Ja gut, aber also was wir gemacht haben, war ja sehr mächtig. Ja. Zusätzlich natürlich, klar. Obwohl ja auch gute Karten. Also beim Seraph kann man ja auch immer stabilisieren. So ist ja nicht. Ja, ne? Nicht, wenn man 3 Runden kein Land spielt. Ne? Ja, doch, also wenn es einer stabilisieren kann, dann der Seraph. Hm. Gut, so kann man es auch sehen. Wir hatten halt direkt den Trick parat. Er spielt Weiß-Grün. Wir haben nur... 3 Karten gesehen. Ja, gegen Weiß-Grün kann der Pact mal ganz gut sein. Aber, eigentlich ja, aber schon eine Scheißkarte. Also wir spielen jetzt nicht... Wie gesagt, wir haben ja das Removal gar nicht im Deck. Bauer Passage auch nicht. Terrifying Presence. Am ehesten halt hätte ich wieder Lust hierauf. Wobei, jetzt ist es schon deutlich schwächer, weil den Seraph kriegt man mit +1/+1 halt nicht weg. Ja, nur in Ausnahmefällen. Trotzdem auch hier als Alchemist zum Beispiel nicht so toll, ne? Ja, obwohl, er hat den 2-2 auch den 2-2 First Striker gespielt, ne? Weiß-Grün kann ja auch aggressiv sein. Wir wissen nicht, wie er aufgestellt ist. Dann lassen wir es einfach so am besten, oder? Ja, wir wissen einfach noch zu wenig, finde ich. Deshalb ist die Konfiguration die beste. Er ist nicht da, also gar nicht. Ach, da ist er. Das kann manchmal sein, dass bei den Leuten was länger dauert, wenn der Rechner irgendwie mehr zu tun hat. Oh, kein Grün. Ja, das ist die erste Entscheidung, die wir zu treffen haben, aber... Ich würde es keepen. Ich würde es auch keepen. Also unser Deck ist einfach nicht so konstant. Wir haben 2 Superkarten und wenn wir den ersten Forest, den wir ziehen, können wir halt dann direkt anfangen zu cyclen. Ja, spielst du dann aber auch eine Insel, ne? Turn 1, ja klar. Nee, also wenn du...
Auf eine Insel, ja. Ja, den Aquarius. Gut. Obwohl, haben wir überhaupt doppelgrüne Karten? Nee, das wäre nur relevant für den. Ach, stimmt, ja. Harvester. Er ist jetzt auf 6 on the play. Und unsere Hand ist natürlich nicht die beste, das muss man jetzt schon. Sagen. Ah, schade. Ja. Ist doch fair alles bisher. Okay. Hoffentlich spielt er Duets Familia, dann kann ich direkt Deathwinden. Ja, gut. Den müssen wir ja Deathwinden, ne? Das heißt, ich mach mal Crippling Chill, um ein bisschen weniger Schaden zu nehmen, oder? Zu machen. Und den Forest will ich ja auch ziehen. Ja, ist halt die Frage, ob du Mistraven auch schon spielst. Auf für Seraph dann. Ja, gut. Gut. So, jetzt haben wir die Entscheidung. Aber dann erstmal Mistraven, weil wir ja dann nächste Runde Forest... Du kannst halt Growth und Wandering Wolf spielen, aber der... Nee, ich will ja, dass der Seraph wieder auf der Hand ist. Okay. Und dann habe ich nächste Runde... Kann ich vielleicht einfach direkt den Deathwind auf den Seraph machen? Oder mir Joint Assault offen lassen? Oder Wandering Wolf? Also irgendeine Kombination der Karten wird ja gut sein. Also ich würde mit Growth anfangen, angreifen. Angreifen? Wenn er blockt, ist doch gut. Aber auch ein grünes offen, meinst du? Das verrät ja alles. Ich meine, also wenn müssen wir das defensiv spielen, das Joint Assault. Ah, okay. Oder du spielst halt Deathwind, aber er hat ein grünes auch wiederum offen. Nee, das finde ich halt nicht so toll jetzt. Vor allen Dingen ist der Seraph vielleicht nicht die schlimmste Karte, die wir noch... Ja, also Ledge Seeker? Ja, ich spiele jetzt erstmal den Abundant Growth. Und dann lege ich den Ledge Seeker dazu. Gut. Jetzt ist auch sneaky, dass wir grün offen haben. Ah, genau. Das ist so super sneaky. Aber ja, aber schon. Schon ein bisschen sneaky. Versuchst du es auch? Nee, wir laufen noch in alles rein, oder? Das muss, glaube ich, nicht sein. Wir könnten vielleicht eher den Borderland Ranger blocken. Ich würde es versuchen, weil wenn er so lange ein grünes offen hat, was er jetzt mit 5 halt auch machen kann, dann hast du Deathwind halt nächste Runde. Weil 2 Tricks ist unwahrscheinlich. Ja, und der Mistraven macht eh nichts, meinst du? Ja, kann man schon machen. Ich find's okay. Okay, machen wir es. Ich bin da immer sehr, sehr ängstlich. Ja, sieht halt echt schlecht aus, wenn er jetzt einen Trick macht. Okay. Hat ihn jetzt den Turn gekostet. Oh, hübsch. Spielen wir den zuerst oder immer zuerst? Ja, also. Und ich greife auch an, oder? Ich block ja eh nicht mit dem. Ist halt geil. Jetzt ist der Deathwind weg, weil er halt das Value haben wollte. Ja, er muss es ja so spielen. Aber ich greife mit dem Ledge Seeker an, oder? Ja. Also ich kann ihn auch zurückhalten, tatsächlich. Finde ich nicht so gut mit Harvester. Der greift doch eh nicht an. Außer er hat halt noch was wirklich, wirklich Gutes, aber dann verlieren wir wahrscheinlich eh. Ja. Aber jetzt zum Beispiel war das doch super, dass wir... Ja, da jetzt wäre es hier besser, den Ledge Seeker zu haben, ne? Aber der blockt doch trotzdem noch. Ja, klar. Wir nehmen halt ein bisschen mehr Schaden. Aber das ist schon okay, ne? Also ich fände jetzt immer noch den Angriff nicht so super. Ja. Deathwinden wir denn jetzt den Seraph? Weil dann können wir ja halt nichts anderes spielen, ne? Du kannst auch die beiden Kreaturen spielen. Ist irgendwie stärker, oder? Und dann kann der Ledge Seeker wieder angreifen? Ja, das Race verlieren wir halt immer noch. Aber solange der Seraph natürlich liegt, aber schauen wir mal. Oder tatsächlich Amass the Components. Nee, ich will wirklich, glaube ich, die Kreaturen haben. Das Amass ist ja cool, weil du dann Scrapskin Drake ziehst. Falls ich den ziehe, meinst du? Ja, gut, aber. Das kann ich ja nächste Runde auch noch machen. Nein. Auf Surgeon? Oder was? Harvester. Ja, aber der ist defanged. Ja. Ah, oh, okay. Jetzt habe ich. Jetzt nicht so schlimm. Ich hatte halt noch nicht mal mehr Mana, um was zu Deathwind. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber gut, jetzt kontrollieren wir ihn halt so pseudomäßig aus, ne? Soweit es geht halt. So, jetzt kriegt er zwar noch das Leben, jede Runde. Aber bei uns sieht es auch ganz gut aus. Riskierst du Mass, aber du willst ja wahrscheinlich den Land runterlegen. Also das riskierst du nicht, oder? Ich wollte einfach nur den Drake legen jetzt. Okay, finde ich auch. Also es gibt keinen Grund, jetzt hier hektisch zu spielen. Und tatsächlich finde ich Deathwind auf 2 offen zu haben auch ziemlich gut. Ja. Nee, finde ich richtig. Und dann spielen wir das im Mass, wenn wir halt ein Land ziehen. Das passt ja auch genau. Man will ja eigentlich sich dann...
Vielleicht müssen wir tatsächlich den Deathwing. Fies. Ah, ist auch gut. Dann mache ich jetzt Mars, oder? Ja. Ah, okay, ich wollte es eigentlich erst machen, wenn wir Land gezogen haben. Island. So, oder? Ja. Aha. Und dann lege ich mal Globedo dazu. Ich war halt am Nachdenken, ob man mit Gloomsurge oder der andere ist natürlich Quatsch. So, jetzt kommt der Explorer vorbei. Genau, den Prison dann wir. Ja, und dann können wir mit dem Deathwind tatsächlich gucken, ne? Das ist leider nicht gut, wenn er doppelblockt, ne? Also es nicht, reicht nicht, um die Gloomwido zu schützen. Der Seraph blockt ja einfach. Der Seraph blockt die Gloomwido. Achso, das heißt, wir können gar nicht richtig angreifen, ne? Nur mit allem so pseudomäßig. Ja, aber dann greifen wir einfach nur mit Legacy-Karten, oder? Denke ich auch. Also der Certain, der Drake und die Widow sind eigentlich so alle ein bisschen geschützt. Mm. Wir müssen halt gleich versuchen, den Seraph loszuwerden, aber das würde ich erst im nächsten Zug dann versuchen. Weil wenn wir jetzt Spectral Prison spielen und er macht es nicht direkt weg, dann hat er höchstwahrscheinlich keinen Instant, um den Seraph zu retten. Ja. Ist halt ein bisschen blöd, wenn wir jetzt noch warten, weil dann könnte er in seinem Drawstep einen ziehen. Aber ich glaube, wir wollen einfach das Mana offen haben. Ist halt schon besser. Aber der Seraph darf ja nicht mehr angreifen. Also der ist halt super gehandelt mit Reach und Drake. Jetzt musst du, glaube ich, reagieren. Trample und plus X plus X. Genau. Also musst du jetzt gerade mal überlegen. Ich bin auf 10. Also wenn du... Also ich töte in Response einen davon. Wahrscheinlich den Seraph. Ich kann ja nur den Seraph. Plus 3 kriegt alles. Nee, plus 4 plus 4. Ach, immer noch plus 4 plus 4. Und dann sind wir wahrscheinlich trotzdem tot. Das heißt, er hat 9 und 6 sind 15 und 6 sind 21 Damage. Wie viel verhindert der Certain? Trotz, auch mit Trample trotzdem einen, oder? Ja. Ja, dann musst du vielleicht trotzdem, dann musst du vielleicht den Seraph am Leben lassen, weil den zwei von dir blocken können, immerhin. Ja, leider habe ich halt einen Mana zu wenig, sonst würde ich natürlich den Behemoth töten. Ja. Das heißt, ich töte den Inquisitor. Ja. Und ich kann 6, 7, 8 Damage, 9 Damage verhindern. Wenn du den Inquisitor tötest? Genau. Ja, aber der Seraph kommt nur mit eigenen 6 rüber. Achso, das passt genau. Genau, der ist abgeblockt. Aber dann kriege ich immer noch 9 plus 6. Das sind einfach zu viel Damage, oder? Das sind 15, ja, du bist tot. Du musst soll ich also trotzdem so, soll ich trotzdem noch spielen? Aber warum eben es zeigen? Einfach um zu gucken. Ob wir uns verrechnet haben oder wie? Nee, falls ich noch was ziehe. Ich habe ja noch den Drawstep. Ach so, willst du jetzt den Antwort erst Fleeting? Macht das einen Unterschied? Das kann ich ja einfach mal. Ich kann ja einfach mal Fleeting Inspection casten. Auf Borderland Ranger dann. Ja, nur das ist natürlich eigentlich völlig egal, ne? Also wird. Ich mach's einfach. Peel from Reality kann ich ziehen. Nee, das geht auch nicht, weil das vom Mana nicht reicht. Ja, doch, schau mal. Mach mal. Auf jeden Fall auf du den, kannst ne? Ja dann den Behemoth bouncen und dann passt's doch, glaube ich. Vielleicht. Mal gucken. So, jetzt habe ich das nicht gezogen. Das heißt, seine Kreaturen kriegen plus 4 plus 4. Das tauscht mit unseren beiden. Dann hat er 5 Power und 9 Power sind 14 Power. Ich verhindere noch 2. Dann sind wir tot, ne? Dann conceal ich einfach. Kannst du auch noch angreifen lassen. Ja, dann muss ich Deathwind machen erst. Nee, einfach nur so angreifen lassen, aber es macht aber. Nein, dann kann ich auch aufgeben. Krass, schade. Weiß nicht, ob er. Weil ich glaube, das war schon alles richtig. Ja, es war halt ein bisschen blöd mit dem Defang und dem Banishing Spell. Ich hätte halt mit dem Ledge-Seeker die eine Runde, wo er das Defang spielt, defensiv spielen können, aber ich muss ihn ja racen. Ich muss ihn ja auch im Schaden machen. Ja, ne? Also wenn, haben wir es zu wenig aggressiv gespielt, offensichtlich. Aber wie hätten wir es denn aggressiver spielen können? Sehe ich jetzt auch nicht. Ich hätte Lust auf Rain of Thorns. Sag ich ganz ehrlich. Gegen Defang und auf sein grünes. Also einfach auch auf Land. Ach so, weil er den 8 drauf haben will. Er spielt auch die... Terrifying Presence habe ich Bock drauf. Ja, wo einen Typen ist es halt einfach schon notwendig, ne? Dann müssen wir jetzt mal gucken. On the play, wir wollen weiterhin aggressiv sein. Ja, Alchemist geht Presence. Raus. Presence geht rein. Und Rain of Thorns ist vielleicht zu schlecht. Also, tja, wenn es halt ein Land Death... Ja, es kostet aber auch 6 halt. Plus... Ne? Ja gut, und plus Defang weg ist halt schon ganz nett, aber... Wenn das so klappt, aber das können wir nicht machen, glaube ich. Ich glaube auch nicht. Also so? Ja. Ja, schauen wir mal. Also hätten wir jetzt ein Moonsilver Spear, klar, wäre sofort drin, aber sowas haben wir nicht gesehen. Keep.
Ja. Ja, da hat er uns ganz krass hergenommen mit seinem komischen Behemoth, ne? Ja, der ist ganz... Ich finde den auch okay. Und auch dasselbe Argument, das ist ein schwacher Draft, dann scheint der Behemoth, so wie im Sealed damals. Ja, ja, klar. Im Sealed war ja auch über... Da weiß ich noch, wie Leute teilweise die Everything cool fanden. Aber der Behemoth war schon immer viel stärker. Der gewinnt zumindest sofort. Ja. Haben wir ja jetzt auch gesehen. Ja, wir kamen ja im Pre-Release noch gegeneinander und ich habe Everything gecastet und du hattest mich besiegt. Er hat nicht angegriffen mit Wandering Wolf. Ja. Ist doch immer falsch, oder? Oder er hat einen Trick. Aber deshalb müssen wir, allein deshalb müssen wir schon Mistraven spielen direkt. Ach so, okay. Wollen wir doch eh, oder? Ja. Also wir könnten natürlich auch Wandering Wolf legen. Der Mistraven macht natürlich also später noch mehr Tempo. Kann sein, dass er die Fähigkeit vom Gloom Widow verkackt. Das ist möglich, ja, aber es ist ja 12-6 Draft. Ja, Mistraven, und wenn er natürlich dann den komischen Seraph legt, ist natürlich blöd. Ja gut, aber... Oder wir arbeiten jetzt halt einen Trick ab, das sind die Alternativen. Ja, ich finde Mistraven und danach Marrowbats schon geil. Weil Marrowbats ist gegen Seraph auch nicht, ist ziemlich gut. Und deshalb kann man schon so zocken. Es kann halt auch echt einfach sein, dass er Zealous Strike hat, ne? Wobei, eigentlich greifst du doch trotzdem an der Stelle. Wenn er einen Trick hat, du kannst doch er ist verkackt. Du kannst doch einfach gegen das dreifarbige Deck nicht mit einer Eintoughness-Kreatur da sitzen und Zealous Strike casten. Das ist ungefähr so schlecht wie unser plus 2 bis 2 Versuch. Und der war zumindest... Der war gut, weil wir damit den Harvester geschützt haben. Ja. Ich fand's okay. Wenn er funktioniert hätte, würde ich dir jetzt noch zustimmen. Wenn wir gewonnen hätten, meinst du? Das Spiel? Man hätte ja auch Wandering fliegen können, aber wir können auch einfach einen 3-Drop ziehen und dann ist es irgendwann vom Mana besser. Ich weiß es nicht. Ich finde das okay. Klar wird Mistwaven immer besser, aber er hat schon Turn 3 nichts gelegt. Das heißt, wir bringen uns schon voran. Ich glaube auch. Ja, Gloom Widow ist ein schönes Target dafür, weil der so ein schlechter Blocker ist. Ja, und das passt bei ihm auch vom Mana ganz gut, ne? Ja. Jetzt Marrowbats, ne? Oder? Spielst du Trappers? Ich wollte Marrowbats spielen. Gut. Ich auch. Die 6 Mana Source, wie wir jetzt springen, ist schon wieder der Wahnsinn, ne? Also in dem Spiel einfach auf Defang und Sumpf oder Plains. Ja. Ich hätte für Archimist. Oder den Archimist haben wir schon raus, oder? Mhm. Wir haben ja Terrifying Presence reingetan, was ja eigentlich die defensivere Karte ist. Das stimmt. Prison ist aber auch irgendwo defensiv, weil man es ja eigentlich auch nur auf einen Angreifer von ihm legen kann. Spectre Prison? Ja. Ja, klar. Aber das, also... Terrifying Presence kann halt auch einfach mal, du kannst einen Reckless Angriff machen und dann tradet der doch nicht so schlecht, wie man denkt. Jetzt hat er 6 Power. The race is on. Ja gut, aber 6 Power ist ja erstmal noch ganz okay für uns. Aber ist halt unblockbar, ne? Ah, nicht mehr. Da bin ich jetzt aber überfragt, wie man das spielt. Ja, entweder du haust ihm 8 und spielst 2 Kreaturen. Also ihm 8 zu hauen muss doch besser sein, oder? Aber machst du trotzdem, bereitest du deine Marrowbats schon mal als Blocker vor? Ja, weil dich ja eh, das macht halt die 2 extra Schaden. Ja, also du kannst halt auch auf Mistraven, aber das kann ja eigentlich nicht viel besser sein. Nee, das ist ja schlechter, klar. Gut, ja, dann mach das mal. Aber, also das ist jetzt wirklich die Frage. Bleibt man dann mit Marrowbats hinten? Und, also, im Wesentlichen, wenn er dann was dagegen hat... Nein, es muss besser sein, anzugreifen. Das sehe ich einfach nicht, wie man hier nicht angreifen kann. Ich meine, das so... Das ist 6 für 6, offensichtlich. Genau, aber also so machen wir halt die 6 in unserem Zug. Und wir verlieren das Spiel ja, wenn wir mit den Bats hinten bleiben und er was hat, um das zu verhindern. Aber deshalb hättest du auch überlegen können, auch Reckless Mistraven quasi. Aber jetzt haben wir wenigstens das Out, falls irgendwas irgendwie doch schief geht. Essence Harvest kommt und wir merken, das Race kann man nicht gewinnen. Ah, dann kommen wir auch nicht mehr mit den Marrowbats. Ja, aber also... Wer weiß. Ich glaube, das funktioniert. Wir haben jetzt Lethal in der Luft und selbst wenn er fliegende Blocker legt, haben wir auch noch auf dem Boden sehr viel. Ja, dann kann es halt wiederum sein, dass er mit dem Wolf hinten bleiben muss. Ja. Aber dann war es auch sehr wichtig, den Damage zu machen. Also wenn er eh schon hinten bleiben muss. Klar. Die Blessings. Auf Wandering Wolf eine Macht. Er hat nichts anderes gemacht, ne? Ja, ja.
Okay, Defang. Das Defang war auch noch sehr stark. Ja, sonst hätte er schon. Das wäre natürlich jetzt, war jetzt wieder ein Beispiel dafür, dass Mistwaven später viel, viel besser gewesen wäre. Ja. Dann hätten wir das Defang wahrscheinlich, aber vielleicht gar nicht erst gezogen. Weiß man alles nicht. Nee, da, also da wäre Wandering Wolf einfach besser gewesen. Turn 4. Ja, gut, möglich. Okay, er muss was nachdenken. Ja, er hat sich schon was überlegt. Doch, nicht so lange überlegt. Herald of War. Ja, den braucht er ja auch schon. Warte kurz. Wenn wir jetzt mit... Also ich enttappe erstmal und ziehe meine Karte. Ja, oder? Klar. Das ist ja... So. Ja, das ist eigentlich nur mit Marrowbats angreifen gut. Also wenn ich mit Marrowbats und Mistraven angreife, dann blockt er einfach Mistraven. Das ist ja Quatsch. Das heißt, und Marrowbats könnte er jetzt... Also wird er wahrscheinlich durchlassen und auf 1 gehen, oder was? Nee. Kann er machen. Was ist denn, wenn ich mit allen angreife? Dann blockt er den Familiar noch mit dem Wandering Wolf und wir machen nur 2 extra Schaden. Aber dann muss er... Nein, nein, dann muss er aber die Marrowbats mit dem Herald blocken. Ah, okay. Aber dafür den Druids Familiar opfern? Dann sterben deine Marrowbats auch, dann musst du die auch noch regenerieren. Die muss ich eh regenerieren, der Herald ist 3-3. Ah, das stimmt. Die muss ich regenerieren und würde auf 10 gehen. Das muss ich so oder so auf 10 gehen. Okay, also wenn du nur mit den Marrowbats angreifst, stirbt nur sein Herald. Ja, oder er blockt nicht und geht einfach auf 1. Ja gut, aber dann muss er noch einen Flieger spielen. Ja, du würdest es einfach dann, also versuchen, und, das auf der... Und dann können die Marrowbats immer noch Druck machen. Mhm. Wir haben ja auch den Defang für den... also den die Gloomwillow kann den einmal noch blocken, genau. Das ist sehr wichtig, natürlich. Und die Geist-Trapper können die auch 2 Blocker machen. Mhm. Also Wandering Wolf kann jumpen. Ja. Oder, ja, eigentlich nur Wandering Wolf. Also nur mit Marrowbats? Also alle, dann opferst du deinen Druids Familiar. Dafür machst du eben 4 Schaden, er geht auf 3 und die Marrowbats sind auch lethal. Aber nur noch die. Und dem und der Geist-Trapper, das ist nicht genug. Ich glaube, so ist besser. Jetzt auf 1 finde ich zu krass von ihm zu gehen. Ich bin mal gespannt. Dann nimmst du auch die 4 nicht. Ja, aber... Jetzt den Mistraven gepumpt zu haben, wäre schon auch geil gewesen. Um dann mit allen anzugreifen. Also nur mit den beiden Fliegern? Nee, wäre auch nicht viel besser, oder? Warum? Ja, dann gut. Nimmt er halt 2 ja, gut, Schaden. Klar. Ja, ist schon ganz cool. Dann, ja, aber dann hätten wir uns halt wirklich komplett veräußert, sag ich mal, ne? Ja. Also wenn er jetzt noch ein Blessing hat, sind wir tot. Wenn er... Wir müssen das Spiel, wenn er 7 Land hat, beenden. Ach so, weil uns der Biomoth, obwohl, vielleicht bringt er es noch nicht mehr um. Also wenn er jetzt noch 2 Länder auf der Hand hat und den Biomoth, dann gewinnen wir ja hoffentlich. Also klar, das Blessing ist lethal gegen uns, aber ich bin ja auch bereit, nächste Runde einfach mit allen anzugreifen, ne? Ja. Also hoffe ich doch mal. Nochmal regenerieren wollte ich die Bats jetzt nicht. Also übrigens das Argument, dass man jetzt anders hätte paaren müssen, das kann man wirklich so nicht sagen. Also es gibt schon viele Effekte, die einfach einen Toughness wegmachen. Ne? In grün-weiß? Also in schwarz. Deathwind, aber der reicht eh. Nee, Ghoulflash und sowas gibt's ja auch. Right. Und es gibt einfach auch viele Flieger mit zwei Power. Ja. Und dann, ja, dass er nur die 3 Power-Flieger ausspielt, ist natürlich auch ein bisschen blöd. Fies. Das heißt, wir haben jetzt exakt denselben Angriff, ne? Nee, jetzt ist die Situation schon anders, ne? Warum? Weil... Ach, weil wir jetzt den Geist-Trapper auch noch haben. Weil wir nicht mehr regenerieren wollen. Ja, weil wir sonst tot sind. Nee, jetzt haben wir, glaube ich, eher genau den anderen Angriff. Jetzt den mit allen, ne? Und dann erwarte ich, dass er wahrscheinlich was hat. Ein Deathwind oder sowas. Also wir müssen ja jetzt pessimistisch rangehen an die Sache. Ja, die alte Regel, wenn du gewinnst, geh beim Worst vom Worst Case aus, wenn du verlierst, geh vom Best Case aus. Hättest du das Land eben ausgespielt? Nee, oder? Was hat denn das für einen Vorteil? Ja, wenn man halt so Master Components oder den 5-5er zieht. Genau. Den 5-5er kann man spielen. Ja, genau. Ach, dann wiederum, ja. Also, es ist ja nur gefährlich, wenn man irgendwie an extra Karten kommt, quasi. Bei Master Components will man auch das eine Land weglegen. Deshalb. Genau, andererseits ist es ist ja auch quasi gut, Master Components zu ziehen, an der Stelle. Ne?
Er muss doch jetzt ein Land auf die Hand nehmen. Also ich weiß jetzt gar nicht, was los ist. Ich weiß auch nicht, warum er so lange nachdenkt. Vielleicht hat er es verspielt, vielleicht hätte er vorher... Der bessere Trick übrigens, du kannst manchmal im Chat noch sein. Das hilft auch. Nee, dein eigen. Achso, auch. Also bei deinen eigenen siehst du das Rating. Und das. Wenn sich das nicht lädt, meinst du, oder? Genau. Nur der eine ist eh unblock. Okay, ändert der den Angriff? Vielleicht. Rechnen wir jetzt gleich mal durch. Ja. So. Da, jetzt würde ich ein Land spielen. Also, ja, wir können das Land auslegen. Wenn wir mit beiden Fliegern angreifen, dann geht er einfach auf 1 und lässt die Marabets durch. Ja. Würde ich schätzen zumindest. Obwohl du darfst die Marabets nicht regenerieren. Also kann er die auch traden. Genau, dann würde er auf 5 gehen. Und wenn wir mit den dreien angreifen, dann hat er ja jetzt echt einen super Block. Weil der Wandering Wolf tötet den Familiar und der Protector Block tötet den Wandering Wolf. Und die Geisterbats stören ihn nicht weiter. Genau, die kommen zwar durch und deshalb zwingst du ihn dann, ihn in der Luft die Bats zu blocken. Der geht auf 2. So könnte ich ihn dazu zwingen, aber mir scheint es am besten einfach mit beiden Fliegern anzugreifen. Warte, wenn du mit allen angreifst, dann überleben seine beiden Boden, die dich nicht töten. Du meinst, weil sie nicht genug Schaden machen? Und dann überlebt dein Mistraven und er ist auf 2. Ah, ja. Was überlebt denn noch? Geisttrappers. Geisttrappers. Und er hat 2 Bodenkreaturen. Ja, er kann dich nicht töten. Er hat jetzt schon 2 Engel hintereinander gelegt. Aber das verliert ja auch gegen ganz viel, was wir hier gerade besprechen. Das wäre reckless. Wenn du jetzt nur mit Marabets angreifst, dann tradet die einfach nur. Das ist auch riskant, weil dann hast du auch ziemlich schnell keine Angreifer mehr. Ja, deshalb mit Mistraven und Marabets. Ach so. Einfach nur... Damage forcen. Dann wird er, denke ich mal, einfach traden. Wird er auf 5 gehen, denke ich. Wenn er auf 1 geht... Dann hat er halt... Also auf 1 hat er fast keine Aus. Ich denke, dass er traden muss dann. Das ist besser, denkst du? Ja, ich glaube auch. 5 ist auch geil, weil dann deine Geist-Trappers sind lethal und so weiter. Vielleicht hofft er, dass du regenerierst. Ich regeneriere nicht. Das ist, ja. Du bist dann tot, ne? Ja, ja. Ja, also der Beermoth... Kommt noch nicht. Kommt erst in... Wenn er noch 2 Land hat, ne? Und er kostet 3 Grüne, also die Grünen hat er. Ach so, wahrscheinlich hat er den Beermoth und deshalb hat er überlegt, ob er den Protector spielt, damit er eine Runde früher kommt. Das ist gut möglich, ja. Wow. Hä, wie? Oh fuck. Und der Familiar ist ja auch klein geworden. Ja. Wenn er jetzt eine Kreatur hat, dann töten wir ihn gar nicht. Und wir haben keinen Block für den Wandering Wolf. Und für den auch nicht. Für den erst recht nicht. Aber er ist fast tot, oder? Ja, nicht tot. Er ist genau nicht tot. Warte, wenn wir eine Kreatur ziehen... Wir brauchen was Gutes jetzt, ne? Nee, er gewinnt. Das war der falsche Angriff. Wir haben verloren. Peace from Reality gewinnt. Was wäre denn der richtige Angriff gewesen? Mit allem. Dann gewinnt Horrorgeist nicht. Mit allem? Und dann... Haben wir Mistraven und Trapper noch übrig? Aber... Nee, das und macht doch gar nichts. Warum? Er ist ja dann auf 2. Wir haben ja auch 3 extra Schaden gemacht. Er ist auf 2 dann. Wir hätten doch nur 2 extra Schaden gemacht mit dem Wandering Wolf. Nee, dann überlebt der Wandering Wolf. Er hätte ja Protector Blocked Wolf. Der ist auch tot. Nein, er verhindert doch auf jeden Fall den maximalen Schaden auf sich. Ja gut, aber dann ist sein Protector tot. Und unser Wolf lebt noch. Und unser Trapper, dann Nein, ist er auch tot. Nein, das stimmt nicht. Er hätte einfach mit Wandering Wolf die Geist-Trappers geblockt. Nee, den Familiar. Und mit Midwas Protector den Familiar. Weil er wusste, dass unser 6-3er stirbt. Oder wir regenerieren. Ah, ist richtig. Ja, stimmt, den Block habe ich nicht gesehen. Ja, dann Top-Deck Peel. Join the Sword, der müsste reichen. Angriff mit allem. Er geht ja quasi auf 1, also ist er tot. Sehr schön. Lucky. Das gibt aber ein High Five, oder? Willst du dich schon vorbereiten? Ja, mental schon. Okay. Ist der... Auf den Bären oder auf den Raben? Bären. Er hat nur ein grünes, er hat nichts. Er kann nichts haben. High Five! Ah, hab man das gehört? Also das Stöhnen schon, aber das High Five. Boah. Spectre Prison wäre gut gewesen. Nein, der war ja auch tödlich. Nee, aber mal früher gewesen, ja. Auf Wandering Wolf. Ja, wobei gar nicht so viele Züge relevant war. Ja, super.
Super. Finale. 6 Booster schon. So darf man nicht denken. Die Chance auf 12. Ja, gut, aber klar denkt man so. Bis gleich.